Hallo Leute, willkommen zurück zum Adventure World Zoo von Planet Zoo. So, dieses Mal widme ich mich natürlich an einem Gehege für den Schneeleoparden. Doch bevor ich kurz auf die Einzelheiten eingehe, ist dieses Video, also dieses Gehege, vorerst mal das letzte für diesen Zoo. Ich meine, ich habe das ja wahrscheinlich schon in anderen Teilen erwähnt, dass ich eine kleine Lücke offen gelassen habe, dass man dort natürlich weiterbauen könnte, was ich eventuell auch irgendwann mal machen werde, aber dieses ist natürlich erstmal das letzte von diesem Zoo. Natürlich werde ich noch einen kleinen Rundgang machen mit euch, damit ihr noch sehen könnt, wie wo was der Rundgang ist und halt die Einzelteile. Vielleicht sehe ich da noch was, was man noch ausbessern könnte, aber sonst wäre es vorerst einmal das letzte Speedbuild-Video zu diesem Zoo und sonst fällt mir dazu nichts mehr ein, was ich euch damit mitteilen könnte. Aber ja, so, dann komme ich mal auf die Einzelheiten. Wie schon erwähnt, ist das Schneeleopardengehege. Ich habe es relativ schlicht gehalten. Ich habe das Innengebäude nicht ausgestattet. Also quasi, man geht da nur rein, guckt durch eine Scheibe. Geht dann auch anschließend auf so ein hohes Podest, wie ihr da links gerade sehen könnt. Und dann beobachtet man halt die Tiere von draußen. Ich habe mich halt nicht viel damit beschäftigt, weil ich habe dafür keine Ausrede. Na, ist irgendwie, glaube ich, einfach die Lust da vergangen an dem Tag, weshalb ich das dann einfach so gelassen habe. Aber das ringsherum sieht natürlich wieder optisch richtig stylisch aus, vor allem das Außenbereich, also dieser Außenbereich, der Außenbereich. Das Dach habe ich am Anfang relativ verkackt, sagen wir auf gut Deutsch mal, weil ich nicht wirklich gewusst habe, wie ich das gestalten soll, weshalb ich dann gegen Ende solche Art Glaskuppeln oder Glasdome, wie man die auch nennen will, oben drauf gesetzt habe. Da hatte ich auch so leicht meine Schwierigkeiten, das werdet ihr nachher noch an dem Speedbuild sehen. Dann habe ich das im Endeffekt dann auch so gelassen, wie es dann ist. So wie ihr das jetzt gerade seht, das erste Dach, das habe ich dann im Endeffekt komplett wieder abgerissen. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Das zweite gefällt mir natürlich auch nicht, sozusagen. Aber es sieht auf jeden Fall immer noch besser aus als dieses Dach. So, und dann Außenbereich, ganz standardmäßige die Felsen platziert. Auch eine kleine Anhöhe für die Leoparden, so wie bei den Affen, wie ich es gemacht habe, an der Wand entlang, wo sie ein bisschen hochklettern können. Dann aus diesen Kletterstäben, nee, diese Kletteräste, diese fetten runden Dinger, da habe ich so eine Art Wurzel kreiert, wo die auch noch schön rüber dackeln können. Und sonst, ja, Außenbereich von den Besuchern habe ich mit einem kleinen Mini-Dach abgesteckt. Natürlich kein Standarddach, sondern eher so mit Seilen fixiert, also quasi so runterhängende Seile. Sieht relativ auch gut aus, muss ich ehrlich sagen, hat mir echt gefallen, weshalb ich das dann auch so überlassen habe. Das seht ihr jetzt gerade, wie ich das gerade versuche zu errichten. Natürlich gab es keine langen Seile, weshalb ich erstmal die ersten genommen habe und dann noch eine zweite Reihe, damit dann auch so ein Querstreben, damit es realistischer aussieht, dass die Baumstämme die natürlich halten. Muss ja natürlich so sein. Und sonst habe ich Gehege ringsherum noch ein bisschen mit Bäume fixiert. Danach, daneben habe ich noch ein Mitarbeitergebäude errichtet. Das habe ich dann aber aus dem Workshop genommen. Dann ringsrum natürlich ausgekleidet, damit es nicht so nackig ist. Aber sonst war es dann. Ich habe dann natürlich da am Flussende das noch mit der Fressmeile verbunden, damit die Besucher nicht komplett außen rumrennen müssen und dann wieder zurück, weil das wäre nämlich so richtig blöde. Weshalb die dann einfach einen kleinen Rundgang haben. So, dies war es dann von meiner Seite aus. Ich hoffe, ich werde dann irgendwann mal im Laufe der Zeit an diesem Zoo weiterbauen. Ich habe leider keine Ideen gerade, wie, wo, was ich machen könnte. Natürlich habe ich so Bock auf die Tempelanlagen. Aber da ist mir gerade irgendwie nicht danach, weshalb ich lieber an dem Naboo-Zoo dran rumwerkel. Da bin ich ja, glaube ich, auch momentan im aktuellen Stand auf Episode 3 oder 4. Aber sonst geht es eigentlich relativ zügig voran, weil ich finde es halt immer lustig, wie man Teile erkennen kann,
von dem Film oder von Bildern aussieht, zum Beispiel den Hangar oder den Palast und so weiter. Das Nervige ist halt, dass es immer so unterschiedliche Gebäude sind und nicht immer dasselbe, was den Ofer natürlich ziemlich verstärkt. Aber sonst, wenn man Lust dran hat, sollte man das ja auch tun, sage ich mal dazu. Aber wie gesagt, das war es von meiner Seite aus. Ich hoffe, ihr lasst mir einen Daumen nach oben da und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Speedbuild-Folge. Bis dahin, euer Edin. Ciao. We'll be right back.
Dank.